Und bei mir im Studio, wie üblich, in jedem Montagmorgen, unser politischer Korrespondent Thorsten Jungholt. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Carsten. So, wenn man sich das anguckt, also Söder fordert für die Union eine Integrationsobergrenze, die SPD-Innenministerin schüttelt den Kopf. Was ist das für eine Debatte, die wir im Moment entwickeln? Also, die liegen so weit auseinander und die Menschen verstehen es nicht mehr. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich meine, diese Debatten erleben wir seit 2015, 16 immer wieder aufs Neue. Jetzt sind die Zahlen wieder so hoch, deshalb flackert das wieder auf. Aber ich kann da keinen Erkenntnisgewinn feststellen. Ich habe mir mal zwei Zitate rausgesucht vom ehemaligen Bundespräsidenten und vom ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Die sind aus den Jahren 2015 und 16. Und die bringen die Lage eigentlich nach wie vor total treffend auf den Punkt. Gauck hat 2015 gesagt, Joachim Gauck, unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Unser Asyl- und Flüchtlingsrecht bemisst sich nicht nach Zahlen. Doch wissen wir, unsere Aufnahmekapazität ist begrenzt. Das ist sozusagen die faktische Lage, damals wie heute. Und Hans-Jürgen Papier, der Jurist, hat gesagt, eine aus dem Ruder gelaufene Asylpolitik ist durch eine noch so strikte Abschiebepraxis nicht zu korrigieren. Der Rechtsstaat ist nur bei der Einreiseentscheidung relativ frei. Wenn die Menschen aber erstmal hier sind, können sie sich auf grundrechtliche Gewährleistungen berufen. Abschiebungen treffen auf eine Vielzahl von faktischen und rechtlichen Hindernissen. So, wenn man das nimmt, diese Erkenntnis, die bis heute stimmt, dann kann die einzige Schlussfolgerung daraus sein, man muss versuchen, über die Möglichkeit von Asyl außerhalb der Grenzen der Europäischen Union zu entscheiden. Nur dann lässt sich die Lage besser unter Kontrolle bekommen. Und was wir jetzt auf Lampedusa sehen, tausende Flüchtlinge in den vergangenen zwei Wochen, muss man ja sagen, die gekommen sind. Jetzt reist Ursula von der Leyen da medienwirksam hin, verspricht einen 10-Punkte-Plan und alles. Wie soll das funktionieren, die EU-Außengrenzen besser zu schützen, zu Wasser und zu Luft auch? Haben wir jetzt demnächst Kriegsschiffe, die vor Tunesien irgendwie fahren? Es gibt ja ein Abkommen. Wieso versagt auch die EU da so? Also das EU-Abkommen mit Tunesien, das funktioniert offenbar noch nicht. Es ist geschlossen worden, aber es wird noch nicht umgesetzt. Der tunesischen Regierung, ja, weil das Signal halt da ist. Die Flüchtlinge sind ja auch bestens vernetzt. Die haben ihre Handys, die haben Internetzugänge und wissen natürlich, wenn das demnächst kommt, dann müssen wir jetzt schnell sehen, dass wir noch rüberkommen. Also dadurch erklärt sich vielleicht dieser aktuelle Schub an Flüchtlingen auf Lampedusa. Aber die Ideen, also es war gut, dass Ursula von der Leyen da hingefahren ist. Man muss Italien natürlich das Signal senden, wir lassen euch nicht allein. Außerdem hat sie ein Interesse daran, die EU-Kommissionspräsidentin, das neue EU-Asylrecht. Da braucht sie eine Mehrheit dafür im Parlament noch und da braucht sie Italien. Auch deshalb ist sie da jetzt besonders bemüht. Nur die Vorschläge, die sie da gemacht hat, ja, das ist ja auch alles nicht neu. Wir hatten auch schon eine EU-Seemission im Mittelmeer. Die hat dann dazu geführt, dass dann halt EU-Kriegsschiffe, auch deutsche Kriegsschiffe, die Migranten aufgenommen und nach Europa gebracht haben. Ja, das ist dann ein sichererer Überweg, aber es löst das Problem nicht. Die Frage ist, man muss sich halt, egal ob es um Kontrollen an den deutschen Grenzen geht, innerdeutschen Grenzen oder an den EU-Außengrenzen, solange es nicht die Möglichkeit gibt, die Flüchtlinge dann zurückzuweisen an einen Ort, wo sichergestellt ist, dass sie ein rechtmäßiges Verfahren bekommen, solange wird dieses Problem nicht zu lösen sein. Wie würdest du das mit deiner politischen Expertise einschätzen? Also Markus Söder und Nancy Faeser, beide sind im Wahlkampfmodus. Und merkt man das jetzt auch in dieser sehr heiklen Debatte? Der eine will seine Wähler gewinnen, die andere will Wähler nicht abschrecken für die Sozialdemokraten. Also merkt man auch, dass man da nicht zusammenkommt in dieser Frage? Ja, wobei ich nicht glaube, dass Frau Faesers Kalkül da richtig ist. Es gibt eine sozialdemokratische Partei in Europa, nämlich die in Dänemark, die eine sehr strikte Migrationspolitik verfolgt. Und den dänischen Sozialdemokraten ist es gelungen, rechtspopulistische Parteien klein zu halten. Also ich glaube, es wäre auch im Sinne der deutschen Sozialdemokratie, da vielleicht etwas strikter vorzugehen. Zu Markus Söder kann man nur sagen, die Notrufe der Landräte und Städte und Gemeinden, dass sie überlaufen, dass jetzt wieder Turnhallen umfunktioniert werden müssen in Flüchtlingsunterkünfte, die sind nicht neu. Die gibt es schon seit Monaten. Die gibt es schon sehr, sehr lange Zeit. Und von daher bin ich ein bisschen enttäuscht, dass das jetzt im Wahlkampf auf den Tisch kommt. Ich hätte da von Herrn Söder erwartet, dass er ein bisschen früher seine Antennen ausstreckt. Thorsten Jungholt, unser politischer Korrespondent. Thorsten, danke für Ihren Besuch im Studio und die Einordnungen.